Oh nein, es sieht immer noch schlecht aus. Es sieht immer noch schlecht aus. Oh je. So, also in der gleichen Zeit eben. Das dauert vielleicht lange. Ich glaube, das liegt nicht an meinem Rechner und auch nicht an dem Programm. Oh, so. Also da ich eine Bambusleitung habe und das Runterladen 2 Gigabyte mit einer halben Stunde gedauert hat, das aktualisieren, habe ich mit der Zeit kurz mal ein bisschen frisch gemacht. Ja, so ein bisschen frisch. Und die Sonne ist auch bald wieder weg. Und wie ich sehe, der ist tatsächlich, ich will nicht sagen Pre-Alpha, aber ich glaube, da haben sie ein größeres Update in Planung. Ich meine Release, da steht ja unten 257.49 vom 23.11. Würde mich freuen, wenn es was Neues ist, wenn was Größeres ist. Ich hoffe, die Ladezeiten sind jetzt nicht so groß. Probieren wir den zweiten Anlauf. Der zweite Anlauf. Schnell den Starttimer drücken. So. Also machen wir es doch anders. Statt eine 45-Minuten-Folge. Oh, ja. Ich hätte mir noch die Haare schneiden sollen. Das ist ganz schlecht. Ich könnte mich auch porten, aber ich will das jetzt nicht. Mach mal einfach die Quests durch, gucken ein bisschen hier und da und gut ist. So, die letzte Folge, die hat nur 15 Minuten gehabt. 14 Minuten. Wo überhaupt nichts funktioniert hat. Ich glaube, die nennen das wird gar keine richtige Folge. Keine Part 39. Das ist Part 39.1. Oder Punkt. Nein, wer ist damit? Part 39.C2201 PVE-L. Ihr wisst, was ich meine. Die Bezeichnung oben. Was da steht. Oder unten, keine Ahnung. Ey, meld dich, bin ich durch. Lass mich durch. So. Und das wird dann halt der Punkt 2. Der zweite Teil. 39.2. Aber den machen wir, den versuchen wir tatsächlich mal 20 Minuten lang zu machen. Gehen wir da schon? Nein, da wollen wir noch nicht rein. ID-Level CE864. Ja, das war mein Nachbar, der hat gerade die Tür aufgemacht. Ah, Max, witzig wie immer. Oh, ich würde mich echt freuen. Ich müsste mich mal. Jetzt hab ich mich rasiert in der halben Stunde und habe aber leider vergessen nachzugucken, was da für ein Update kommt. Weil im Launcher stand das noch nicht drin bei mir. Der wollte noch nicht aktualisiert werden und da stand noch das von letztem Mal drin. Die 257 von September war das irgendwann. Oh komm, jetzt bitte mach ich ne. Sonst muss ich wirklich, sonst kann ich echt nur den ersten Teil hochladen. Den zweiten könnt ihr vergessen dann, da gibt's ja keinen zweiten. Sonst kann ich ja dann Let's Bubble Tragen sagen online nennen. Das ist ja kein Let's Play mehr. Man sieht es vielleicht nicht, aber ich verschränke gerade die Arme. Ich finde es auch interessant, dass der Stuhl nach wie vor eher so braun-blau ist, weil es in Wirklichkeit genauso schwarz wie die Solarzellen da hinten. Wahrscheinlich liegt das wieder nur an den Decken auf meinem Bett da hinten. Ach ja. Also wenn ich jetzt ein YouTuber wäre, der ein bisschen mehr Arbeit in seine Videos investiert, dann würde ich den ganzen Scheiß rausschneiden, der dazwischen liegt. Aber bei YouTube gibt es ja die Fähigkeit, 5 bzw. 10 Sekunden zu skippen, mit einem Tastendruck. Okay, dann machen wir halt schnell Durchlauf. Nur das Wichtigste. Die sind nicht wichtig. Wieso kriegen wir doch schon wieder Schaden? Oh. Eine Item. Weg da. Siegerlich. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Dann müssen wir jetzt noch die gesegnete Werkzeugkiste finden. Ach ne, die ist da. Okay. Brauchen wir die auch? Egal. Probieren wir es mal. Oh ja, die können auch gebrauchen. Da haben wir schon was. Da ist noch ein kleiner Jabax. Also der Part 39, der wird entweder der Beginn von etwas richtig Tollem oder der Beginn von etwas richtig Schlechtem. Ich kenne das ja von früher, die ersten Updates, dann kommt dann der nächsten Tage, wahrscheinlich wird dann erstmal wieder Update kommen, aber da habe ich ja gerade genau den richtigen Part erwischt.
Aber schön, dass man sowas auch mal aufnehmen kann. Weil sowas habe ich ziemlich selten in Videos gebracht, beziehungsweise habe zu gleichen Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie hype das Spiel ist, wie viel die damit verdienen, ob das Spiel schon tot ist oder ob die das größte Content-Update seit ever drin haben. Keine Ahnung. Ich habe in den letzten Monaten, Jahren ja ein bisschen weniger gespielt. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass je mehr die Zeit vergeht, dass das Spiel immer uninteressanter wird, sage ich jetzt mal. Auch wenn es noch viel Kohle einbringt für Big Point. Oder ich es früher immer gern genannt habe, Bug Point. Ja, könnt ihr euch ja denken, warum. So, das brauchen wir auch noch. Was macht jemand, der nicht alles erkennen kann? Hallo. Nein. Ich stelle einen magischen Gegenstuhl auf der Werkbank. Okay, ach so, da. Ja, da müssen wir gleich hin. Hallo? Das ist alles ein bisschen verzögert. Erst dachte ich, es liegt an mir, dass ich nicht alles reingeladen habe in das Spiel. Aber daran liegt es nicht. Es liegt nicht an meinem PC. Es muss am Spiel liegen. Früher war es ein Browser-Game. Heutzutage ist es naja so ein PC-Browser-Game. Irgendwas dazwischen. Früher. Ja, früher war alles besser. Muss man jetzt dreimal auf ein Item draufklicken, damit man es mitnehmen kann? Ich drück drauf, es passiert nichts. Zu spät. Das können wir mitnehmen. Achso, ja, weil wir keinen Platz haben. Schön doof, aber wieso konnte man das... Ah ja, die blauen, ja, die haben wir ja noch. Ja. Schön doof. Max, du bist doof. Also spiel mal wieder cleverer als ich. Und ihr seid sowieso cleverer als ich. Das habe ich auch schon lange, vor vielen, vielen Jahren festgestellt. So, ich hoffe, das können wir... Müssen wir nur einmal drauf drücken, ne? Oder? Ne, wir müssen das erst Gegenstand herstellen, hierher kommen und das Ding zerschlagen, war das, ne? Irgendwas war da. Erstelle einen magischen Gegenstuhl auf der Werkbank und wirf ihn in die Einwurfstelle. Ja. Okay. Wir müssen also nochmal rein. Nochmal rein, hast unendlich lange Ladezeit. Machen wir erst was anderes. Reinige den Muschelaltar mit Wasser bringen. Okay, den reinigen. Was haben wir noch? Korallenspitzen von Streitsüchtigen. Okay, also Krabben platt machen. Zeige den Bubble-Leuten, was du gemacht hast. Das ist auch eine interessante Sache. Und das müssen wir auch noch zusammenfügen. Ja, dann sind wir ja schon durch. Das heißt, wir müssen nur noch ein paar Krabben pulverisieren und hinten was machen. Das ist auch schön. Und dann gibt es wieder eine lange Ladezeit. Ich freue mich jetzt schon. Da könnte man die Folge ja glatt... könnte man sie ja glatt nennen. Leichtgrund auf Klingonisch. Also hier gibt es ja keine Krabben, die sind alle da oben. Stattdessen gibt es hier alles wirklich andere Gefiech. Viehzeug. Ich hoffe, das Level. Oh, da müssten wir gleich Level abbekommen. Aber wenn wir jetzt hier hingehen, ja, da sehen wir nicht mal, wie viel EP wir haben. Also, wie viel wir haben und wie viel wir kriegen. Oder ist der Balken schon lange voll? Jetzt sag mir nicht, dass wenn man volles hat, dass man jetzt nicht mehr leveln kann. Ey, das wäre ja mal richtig geil. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, was ich jetzt gerade mache. Ich nehme alles zurück. Ich habe nichts gesagt. So. Schmeißen wir mal irgendein Zeug raus, was wir nicht brauchen. Oh nee, stimmt. Da war ja noch. Wie viel haben wir denn da übrig? Nicht zu viel. Leute, hört mal kurz auf, mich anzugreifen. Ich muss hier kurz ein bisschen Inventar-Cycling machen, während ich hier arbeite. Und der muss aber noch mit. So geht's am schnellsten. Ich würde zwar gern Blitzerfoto einsetzen, brauche ich schon mal. Ey, bis der mal angreift, ey. Gebracht hat er auch nichts. Ha. Oh, aber die Zollops, die waren immer noch oben. Da. Jetzt sehe ich das richtig scheiße aus. Ach man. Beim nächsten Mal muss ich mir echt mal die Haare schneiden vorher. Oder ich mache ein Beauty-Let's Play. Die ersten 2 Minuten... Ich meine, einen Spiegel habe ich ja. Da kann ich ja nur noch scheiße aussehen, wenn ich das so mache.
Okay, 5, 6 von 7, 10. Doch, 7 von 10. 8. Stimmt, Spawn, nee, sowieso 1 pro Point. Also, nee! Habt ihr das gesehen? Oder falls ich es richtig geguckt habe. Ah, oh, die droppen doch nicht zu 100%. Mann, das Spiel wird langsam schwieriger. Ein bisschen schwieriger, dass man nicht mehr zu 100% ein Item bekommt, wenn man mal was getötet hat. So, wenn ich es eben nicht schon eingesammelt habe. Ich glaube, ich habe es eben nicht eingesammelt. Da, wieder nicht. Also die Drop-Chance sinkt jetzt von 100% auf so langsam 75 bis 80%. Ist ja toll. Da freue ich mich ja jetzt schon. Wenn sie irgendwann bei Drop-Chancen von 5% angekommen sind, wie bei der Mantel-Quest. Ja, die meisten von euch wissen ganz genau, was ich meine. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig. Kratzt der immer noch, obwohl da kein Bart mehr ist. Das ist Scheinkratzen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, wenn das Ding hier erstmal vorbei ist, die paar Minuten, die ich jetzt hier mache, dann... 3 Uhr. Dann werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, wenn es da schon was gibt, was da in dem neuen Update drin ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal wieder mit dem Bubble-Volk bubbeln. Ich bringe auch ein Bubble-Tea mit. Schmeckt bestimmt gut. Mhm. Ach so, hier sprechen. Das waren die, die man noch anhat. Oh ja, du soll. Der ewige Kampf. Mhm, ja, okay. Oh nee, schon wieder Bubble Quest. Ich sag's ja, die lieben es zu reden. Das sind mir Leute hier. Ich überlege gerade, habe ich eigentlich jetzt hier die richtige Lautstärke drin? Ups. Jetzt habe ich 10 Minuten aufgenommen und der Kampfsound war 20 zu laut. Das ist ja aber peinlich. Hm. Toll, ganz toll. Das heißt, mein Gebubble war wieder zu leise und zu schnell. Das fährt von den ganzen TikToks ab, die man guckt. Da babbeln die Leute auch mal. Sind sie fertig. So, da hatten wir noch was hier mit den... Ah, zum Glück ist die vorgefertigt, die Quest und da drin. Früher war das ja auch nicht so. Okay, also das Hammer. Was muss man noch craften? War da was? Ja. Die haben wir zweimal. Das Ding haben wir hier einmal und dieses komische Papyrus-Teil. Gibt den Stuhl. Den müssen wir, glaube ich, auf die Schale da legen. Genau. Ach, gucken wir uns mal ein paar. Ich glaube, die Items brauchen wir uns heute diesmal gar nicht anzugucken. Ich meine. Also wenn wir hier jetzt mal bei dem Grün anfangen, ja. Window, Tooltip, Movement, Speed, Info. Super. Prozentzahl? Keine Ahnung. Wenn wir auf 10 gucken, guck mal, was passiert. Keine Ahnung. Oh, wir sehen, das Leben geht ein bisschen hoch. Da sind so ein paar kleine Werte, die sind da so versteckelt. Nee, und verkaufen wir alles. Das tue ich mir nicht an. Bis du da halbwegs durchgekuckelt hast, kapiert hast, was da alles für einen Wert hat. Nee, da sitze ich ja morgen noch hier. Oh, jetzt müssen wir nochmal da rein. Diesmal mache ich einen auf. Wir haben ja die Weltkarte nicht. Haben die eigentlich schon was Neues? Nein. Leichtgrund war das, gell? Das war der Leichtgrund. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ja, das liegt nicht an mir, liegt nicht an meinem Browser, liegt nicht an meinem PC. Ich würde gerne mal wissen, ob es bei anderen Leuten genauso ist. Vielleicht liegt es an meiner Bambusleitung. Das glaube ich aber auch nicht. Also wenn das jetzt nicht innerhalb von einer Minute hinhaut, dann beende ich jetzt das Ding hier wieder. Dann haben wir den zweiten Part mit, nicht mal 15 Minuten. Toll. Dann haben wir zusammen trotzdem eine halbe Stunde, okay. Dann sind es halt mal zwei kürzere Parts und dann müssen wir im Leichtgrund das nächste Mal dann die Perle und diesen Wirbel wann anders machen. Und dann können wir dann gleich woanders weitermachen. Ja.
Tut mir leid, die hätte ich jetzt gerne nochmal benutzt, die zwei Items, aber anscheinend will das Spiel nicht. Ich gucke die ganze Zeit auf diese Connection-Dingsbums, was da unten steht hier. Da, genau da gucke ich gerade hin. Ich höre trotzdem danach auf. Nochmal so eine Ladezeit, das halte ich nicht aus. Das kann man nicht hochladen. Das muss man schneiden. Das mache ich aber nicht. Ich bin ein fauler Sack. Ah! Das Mikrofon war da unten, also nicht falsch verstehen. ja. Erstelle magischen Wasserstrudel auf den Gegenstand da. Sammelhaufenweise Sammelseegras, Feld und. Also wir sollen der ihren Abendsalat zusammensammeln, ist klar. Perle zusammenfügen. Ach so, die Perle müssen wir der Alten bringen. Ja gut, beim Zurückporten machen wir das eh gleich. Ja, dann. Ach so, wir müssen nur das Grünzeug sammeln. Naja, das ist ja nicht so schwer. Ah, das Zeug. Hallo? Nee, hä? Nee, ach hier, das. Ach so, ja, ja. Das ist auch schon ein bisschen her, als ich das damals gespielt habe. Wo sind die Fragezeichen? Hier. Da gab es diese kleinen Büschelchen, die man noch finden kann. Diese, ihr wisst schon, diese Kräuter mit dem Multi-Werkzeug, die gab es damals noch. Einsammeln! Einsammeln! Nicht kämpfen! Einsammeln! Haut ab! Ich will die hier! Hallo! Mann, was für eine Verzögerung hier. Oh. Also wenn ich heute sterbe, dann liegt es nicht daran, dass ich zu langsam drücke, sondern dass das Spiel zu lange braucht. Digga, ich will doch einfach nur das. Nein! Nicht noch eine Lagezeit! Nein! Nein! Ja, das sollte jetzt eigentlich in die andere Richtung. Also, ja, eigentlich schon, ja, aber nein. Nein! Oh! Und ihr wisst ja, was ich von Haltrechten halte. Sowas braucht man nicht. Schwachsinn. Ah! Leben am Limit. Was haben wir jetzt schon wieder für einen Scheiß ein? Ach so, man muss die auch töten für die Items. Na ja, klar. Das habt ihr ja schon vor einer Minute gemerkt. Ich aber nicht. Meine Fresse. Sterbt. Und schon wieder alles. Angefahren hier. Warte her. Nicht mehr merken. Ich versuche immer die normale Singo einzusetzen, nachdem ich die normale Vernichtung, nachdem ich die Singo eingesetzt habe. Aber das funktioniert ja nicht. Hier gibt's nichts mehr. Nee, das war das hier unten. So. Ah, jetzt sind sie verschwunden auf der linken Seite. Jetzt müssen wir auf die rechte Seite. Also haben wir gelernt. Singo. Und dann. Ah, die Flammen, nur weiß ich nicht. So geht's auch. Das ist eine Speedqualle. Was hat die denn gegessen? Huh. Ayo mai, die Explosion ging bis zu meinen Füßen runter. Also dieser Party und der letzte, das wären die zwei abgespaceden seit langem. Ich dachte, es liegt an meiner Inkompetenz, aber anscheinend liegt es nicht nur an meiner Inkompetenz. Ach, Himmel. Also spielen konnte ich ja noch nie, aber das wissen ja alle. Kratzi, kratzi. So, das haben wir jetzt draufgelegt. Glü, glü. Guck mal die Animation. Ja, das war's. Also eine kurze Animation, das war's. Die Animation war tragen lange noch nie so wirklich groß bekannt. Diese Verzögerung. Geil. Ihr wisst ja schon, was kommt. Das hebe ich mir für später auf. Ich will den Schaden sehen, wie er steigt. Weil wenn wir das jetzt reinhauen, ich habe keine Ahnung, der Schaden, wie er irgendwo hier steht, das kann ich nie lesen. Noch schnell einsammeln. Die Zeit drängt. Wir sind jetzt schon wieder bei mit dem Vorpart bei 30 Minuten. Na gut, eigentlich müsste man die Zeit, wo ich nicht gemacht habe, abziehen. Das ist ja eh kein Let's Play. Das war ein Let's Warten. Oh, guter Titel vom Spiel mal. Let's Warten. Einsammeln, einsammeln.
Oh, diese Zeitverzögerung heute. Einen sammel ich drück. Drück drauf, ich renn weiter. Und jetzt sammelt das Alter. Eine Sekunde braucht er zum Einsammeln. Schneller. Ich den bleib nicht angreifen. Einsammeln. So. Feierabend. Der Feierabend schon seit 13 Uhr heute. Zack, zack. Eine Frühschicht ist vorbei. Das ist der Wächter. Und schnell raus hier. Komisch, dass so eine Zurückportladezeit schneller geht. Wahrscheinlich, weil das Gebiet immer offen ist und ein paar Leute drin hocken. Und wenn ich dann in einen einzelnen Dungeon reingehe, muss der erst komplett da... Ich wollte gerade sagen, gespawnt werden, aber der wird ja hergestellt. Der wird ja da... wie sagt man das denn? Der wird produziert? Nee. Der wird kreiert, damit man dann da reingeht. So. Also, den Salat haben wir gesammelt. Dann babbeln wir mal schnell. Wir haben auch das andere gemacht. Sehr gut. Wasserstrudel. Perfekt. Jetzt würde ich ja gerne sagen, wo es als nächstes hingeht. Ich habe aber keine Ahnung. Füge das Fragment der Werkbank zusammen, bringe es. Ach so, wir haben das schon gemacht. Jetzt müssen wir. Wer waren das nochmal? Welche Figur. Jetzt müssen wir alle ablatschen, weil ich keine Ahnung habe, welche Person das ist. Und das kann man leider auch so schlecht rausfinden. Quallenplage. Die pralle Quallenplage. Ja, ja. Das war die Hauptquest, aber was ganz anderes. Das war die Wiederhol. Wieso hab ich eine Wiederholbare angenommen? Ah, ne, warte mal, die kann ich angenehmen. Ah, ich bin. Alter, diese klingonischen Untertitel hier, die bringen mich komplett auseinander. Die nehmen mich komplett auseinander, die bringen mich um hier. Meine Sprache, meine Logik, die verzweifelt schon an dieser ganzen Kacke. Das ist auch wiederholbar. Wo ist diese Person? Wo hockt die? Jillina, das war das, die Hauptfrieder da oben. Und die hat nichts mehr. Da steht nichts, dass ich irgendwas abgeben kann. Wir können mal hinlatschen. Gucken, aber das bringt ja nichts wahrscheinlich. Doch, aber. Nee. Nee. Ja, gut, dann hoffe ich einfach mal. Dann mache ich jetzt einen Cut und dann hoffe ich, dass dann. Das war beim nächsten Mal. Wir können aber kurz rauslaufen und gucken. Da gibt es ja manchmal auch noch eine Figur. Aber. Oh je, nee, das gibt wieder Ladezeiten des Todes. Nee, vergiss es lieber doch nicht. Aber ins Stadtgebiet, ins letzte, könnte ich ja nochmal gehen. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Probieren geht über Studieren. Das hat ja auch so viel gebracht. Dann hoffe ich mal beim nächsten Mal einschalten, wenn ich dann Urlaub habe und die zwei Parts hier draußen sind. Diese Chaos-Warten-Parts, das dann... Nein, hier gibt's nichts, aber hier gibt's eine Hauptquest. Ja. Dass dann bald alles wieder gefixt und in Ordnung ist, dass man hier Jarlshoven 1000. Achso. Ja, okay. Gut, dann bis zum nächsten Part. Ich sag mal, beim nächsten Mal kommt Part 40 und das war jetzt 39.2, also was soll ich bringen? Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich hoffe, das kommt nicht erst in 3 Wochen.